So, hi Männer, ich bin's wieder. Ich melde mich nur ganz fix. Und zwar wollte ich sagen, ich habe mal wieder eine Verwarnung gekriegt von YouTube. Das heißt, ich musste ein Video rausnehmen, wo ich mich über... Naja, ich habe... Wahrscheinlich habe ich zu oft das F-Wort gesagt und auf jeden Fall aus sachlichen Hintergründen. Ich weiß jetzt auch nicht, wer mich da angeschwätzt hat oder... ob das durch irgendeinen Computersuchlauf geht oder so. Ne? Auf jeden Fall ist das Video jetzt draußen. Und ja, daraufhin, ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich auch, es sind ja noch zwei andere oder drei andere Videos drin bezüglich dieser Person oder so. Mal gucken. Vielleicht nehme ich sogar alles raus, weil mir wird das langsam zu blöd. Ne? Das ist bestimmt schon die dritte oder vierte Verwarnung wegen so etwas. Ne? Und ich meine, ich habe ja nicht mehr gemacht, als meine Meinung gesagt. Also von daher, ne, egal. Noch was. Es gab gestern einen riesen Streit im Studio bezüglich Kniebeugen. Und da habe ich, da ging es um, wie tief runter muss man gehen, bis der Versuch gültig ist. Und im Anschluss seht jetzt einfach mal den, meinen Versuch, den ich gemacht habe. Um zu zeigen halt, ab wo schon gültig ist. Ne? Jetzt sind natürlich die Experten unter euch gefragt, die wirklich schon mal jetzt Kraft-3-Kämpfe gemacht haben oder so. Bitte sagt mir einfach mal, ob der so in Ordnung ist von der Tiefe her, ob der so Gültigkeit erlangt oder ob man da wirklich tiefer runtergehen muss oder, keine Ahnung, 2-3 Zentimeter, ob das höher schon reicht oder so. Ne? Einfach jetzt bitte mal die Experten unter euch, bitte einfach mal... sagen, ob gültig oder nicht. Ne? So, zu dem anderen, ja. Ist halt so, ne? Bis dann, Jungs. Was passiert?